Moin Leute und herzlich willkommen zu einer Runde DevPro. Ich bin heute mit Mangi im Tech-Team und wir probieren einmal Doppel-White-Wagon-Power. Mal gucken, wie weit das jetzt überhaupt funktioniert und was wir jetzt hinkriegen. Auch von mir wunderschönen guten Tag. Ja, ihr seht jetzt wahrscheinlich meine Hand gar nicht, die sehe nur Warum nimmst du die ich. nicht eigentlich jetzt mit auf? Gute Frage, weil ich noch kein anständiges Aufnahmeprogramm habe. Warum nicht? Wir Weil können ja du schon mal das gucken, nicht was da bezahlen hingelegt ist. wolltest. Braucht man auch nicht. Und das ist ja OBS. Ja. Und Für du DevPro wolltest. müsste das bei dir wirklich funktionieren, weil das ja nichts großartig belastet. Das ist ja das Problem mit der Auslastung dann nur. Weil hier müsste das dann wirklich gehen. Für DevPro müsste das auf jeden Fall. Was spielen die denn gerade? Magisch Sternhalle? Was ist denn das? Hier ist mal beim. Oh nö, jetzt schon. Was soll Ich man habe zu aber einen tun? Zwillingstwister, kann ich gleich kaputt machen. Ja, wäre ganz gut. Ich weiß echt, ich weiß noch nicht, was das für ein Deck ist, was das spielt. Ja, also ich spiele für Zauberkarte und das Magiebuch weg. Ah, nee, das andere. Sonst verlieren unsere Monster 800 ATK, das wäre ganz schön kackjes. Welches soll ich wegnehmen? Bürde des Mächtigen. Ist auch eine permanente. Das ist ein bisschen Abfuck. Welche hat es sogar noch liegen? Ah, die Chaosform, das ist natürlich schön. Chaosform können wir ja immer gebrauchen. Was hast du noch auf der Hand? Ein Hüter des Schreins. Achso, ja, okay. Wir haben schon wieder nichts, womit wir vom Friedhof beschwören können. Ich hoffe, ich habe jetzt was. Das erfahren wir jetzt. So, ich lege erstmal Sakuretsu zur Rüstung und setze die Seelenlast. Ich setze auch noch die, damit du die aktivieren kannst. Setz die Karte verdeckt. Ich habe noch einen Alternativen und einen Drachengeist. Und ich Okay. beende jetzt auch erstmal. Ja, mal gucken, was das wohl für ein Deck ist. Wir müssen mal gucken, ob einer mehr auf Zauber und der andere mehr auf Fallen spielen sollte oder so, wenn wir das fürs Tech-Team so ein bisschen anpassen. Mal schauen. Er spielt so anscheinend mit Maschinen. Maschinen wären mir zu grob. Kubisch, der kann das sein. Ja, sieht so aus. Ja, das ist ein kubisches Deck. Und kubische Monsterviecher. Bin ich ja mal gespannt. Ich habe noch nicht gegen oder mit kubischen Monstern gespielt. Mit habe ich auch noch nicht. Gegen haben wir auch nicht viel. Das bin jetzt hier um die falschen Karten vor. Sag nicht, er hat jetzt noch so eins. Dann sind wir gefickt. Ja, schon. Oh, das könnte ein Kein bisschen Problem. gleich kitzeln. Wir haben nur eine Sakuretsu-Rüstung für die Verteidigung. Und ich konnte leider meine Viecher nicht benutzen, weil ich keinen normalen weißen Drachen hatte. Ein Angriff geht ja auf die Maid. Ich glaube, wir sind am Arsch. Wir hatten echt eine schlechte Starthand. Hat der sich da jetzt gerade XYZ-Viecher zusammen beschwört? Nett. Okay. Aua. Ich werde nicht mal gefragt, ob ich den Effekt meiner Might aktivieren möchte. Natürlich, nö. Ein für zwei Viecher wird es gefickt, du kannst mich mal. Was schade. Selbst wenn ich einen Chaos-Enddrachen auf der Hand gehabt hätte, das hätte uns voll nichts gebracht. So, das Problem ist, jetzt wo könnte ich eine Alternative in der nächsten Runde spielen, weil ich jetzt einen Weißen auf der Hand habe. Aber ich bin nicht dran.
Also ich habe jetzt alles, um ihn zu beschwören. Und dann kommen wir so langsam in Fahrt. Die hat einen echt scheiß Starthände. Schauen wir mal, was ich jetzt gleich habe. Ich hoffe, Achso, wir bekommen, ja. Der Effekt sagt, beide bekommen 3000 Schaden. Oh gut, okay, ich habe einen Drachenschrei. Der bringt uns nichts. Natürlich. Was denn? Du hast doch einen Rückkehr der Drachenheeren. Ja. Stimmt, habe ich gelegt. Also erstmal einen normalen auf jeden Fall hinlegen. Sicher, sollen wir nicht den Alternativen. Erstmal einen normalen. Es muss, das erste muss ein normales sein, damit du ein zweites hinlegen kannst. So, und jetzt würde ich einen. Drachengeist oder ein Alternativ? Oder nee, soll nee, ich nee, nee, nee. Stein der Uralten. Ja, der Uralten. Ja, ich der Stein ist das ja. Ich kann mich auf der Stein der Uralten. Ich kann nur auf Uralte. Richtig. Siehst du mal den Effekt von dem XYZ durch? Kann ich den angreifen? Ich würde ehrlich gesagt einfach sein 3000er Viech angreifen. Auch wenn wir unseres damit zerstören, weil sonst macht er uns nächste Runde wieder 3000 Schaden. Ja, aber mit dem Viech hat er uns gerade 5000 gemacht. Das ist wegen der Schadensberechnung gewesen. Ich würde das andere kaputt machen erstmal. Meine ist der andere Leuchter, vielleicht hat der Effekt nicht. Soll ich verbannen anstatt zerstören? Ja, wenn das. Also. Wie ja. Ja, und jetzt den Uralten. Welchen soll ich? Den Zauberkartenzerstörer? Nee, ne, der bringt nichts. Nee, der bringt gerade nichts. Nehmen wir einen normalen Weißen. Der kann uns gleich nicht so viel Schaden machen. Nee, der hat nur noch ein XY, der hat glaube ich noch ein Material, oder? Ne, das sind glaube ich nur zwei Material und. Geht auch mit den ganzen Büchern, ey. Will nach der Runde kurz weg, guckst du an wegen OBS nochmal? Klar. Weil dann können wir das nochmal ausprobieren, das ist ja ganz nice. Ich nutze halt das jetzt auch auf, weil ich muss nach der Runde, wie gesagt, kurz weg. Jetzt kannst du das mit OBS schon mal kurz schauen. Ich kann jetzt gleich in Alternativen rufen, ne? Genau, mit dem verbannst du dann das XYZ-Viech. Ja, hab ich vor. Was? Mit dem Skyfire-Deck? Ja, wir wollen jetzt nicht die fliegende Festung beschwören. Du erinnerst dich, wir haben uns mal aus Spaß ein Skyfire-Deck zusammengebaut in Real Life. Oh, das war assi. Hat der jetzt den Effekt von unserem weißen Drachen? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade. Was soll er? So, erstmal spezial beschwören wir den. Den Schaden müssen wir jetzt wohl hinnehmen. Solange du ein Monster kontrollierst, hältst du keinen Kampfschaden. Nee, juckt mich auch nicht. Wer der Monster von in deinem Friedhof beschwöre, ist als Spezialbeschwörung. Haben wir noch einen weißen Drachen im Friedhof? Nö, gar nicht, ne? Nee. Ich setz die mal deswegen. Ja. Ich würde sagen, ich mach mal seinen XYZ-Fichi da kaputt. Dann ist das schon mal irgendwie weg. Oder können wir jetzt nicht mit denen angreifen? No, wir können mit denen nicht mehr angreifen. Gar nicht okay, mehr. Warte, das heißt, ich gehe in die Main, dann opfer ich die beiden.
Für den Zwillingsbruchdrachen, okay? Ja. Zwillingsausbruchdrachen. Da So, kann er und. nicht durch Kampf zerstört werden. Und dann rufe ich jetzt. Warte. Ist das? Dann füge ich mir den in meiner Hand wieder zu. Und mit. Okay, ich kann nicht irgendwie den Drachenruf des Silber nicht aktivieren. Warum auch immer. Na, scheiß drauf. Immerhin haben wir das schon mal. Wir haben zwar noch viel LP, aber wenn er jetzt nichts Richtiges beschworen kriegt, haben wir auch ein Problem. Das ist gut. Oh, was hast du gezogen? Rückkehr des Drachenheeren. Okay. Natürlich immer nice, weil wir die Karte verbannen können, wenn unsere Viecher zerstört werden würden. Also den Schaden müssen wir leider hinnehmen gerade. Ich könnte noch einen Zwillingsdrachen. Nee, lass mal. So, machst du ganz kurz einen Zug? Manuel Zug. Mach ich doch schon. Ich hasse das, wenn die nichts hinkriegen, den ganzen Zug. Weil wenn die was machen und irgendwie, ja, ich lasse mal so meine Zeit runterlaufen, nach dem Motto. Oh, das Viech, das ist böse. Probier mal jetzt so viel weiter zu machen, wie du kannst. Ich muss gleich weg, wie gesagt. Dann nicht, du gehst schon wieder essen. Nee, ich muss kurz was machen. Geh einfach jetzt mal. Das bringt. Geh einfach in die Endphase. Wir müssen gucken, ob die jetzt noch was hinkriegen. Ich glaube nicht, dass ich dann erstmal meine Angriffe machen kann. Der Zug danach ist dann vorbei. Das Problem ist halt, dass unser doppelköpfiger nichts machen kann. Und jedes Mal, wenn du das Viech hier angreifst, kann er ein Ja, guck Monster mal. den Effekt nehmen und nicht mehr angreifen lassen. Den hättest du vielleicht in Death legen sollen vorhin. Ja, ist aber egal. Er ist so gut wie vorbei. Du hattest es mit dem Effekt, der müssen. Ich weiß, wie geht's auch, bezählt das auch bei Effekten? Bei seinem kubischen Viech? Ja. Ich probiere jetzt einfach mal aus. Ach so, nee, das nicht. Müssen wir jetzt mal gucken. Der wird jetzt wieder irgendwas machen können. Ich habe drei weiße Drachen und das Birbedrachen auf der Scheißhand. Ja, wir bräuchten jetzt den Chaos, den ultimativen Chaos-Max-Drachen. Mal gucken, ob du was machen kannst. Haben wir noch einen Drachen im Friedhof? Nee. Nein, haben wir nicht. Ich hab die alle auf der Ist nicht Hand. schlecht. Konntest du den anderen Zwillingsbruchdrachen nicht opfern? Nee. Braucht zwei blauäugige Weiße. Was für Kacke, Mann.
Dann bleibt jetzt nur noch hoffen. Ja, mehr bleibt da auch nicht mehr. Dadurch mit dem Effekt, ehrlich gesagt, erst das Vieh zerstört und dann das Vieh damit beschworen. Also hätte ich ja trotzdem mit dem Effekt das Monster schon mal zerstören können. Und jetzt sind wir gefickt. Genau deswegen, ich hätte mit dem Effekt das Monster zerstört. Und da hättest du das immer noch opfern können, um das andere zu beschwören. Du hast halt zwei Viecher jetzt geopfert und das war es irgendwie nicht wert. Das stimmt, aber die kannst du jetzt gleich wiederholen mit den Karten, die ja verdeckt liegen. Weil sie jetzt nichts hinkriegen in ihrem Zug. Wir haben halt jetzt zwei Viecher auf dem Feld, die uns nichts mehr bringen. Mhm. Ja, so ein bisschen. Okay, nein, der hat unsere Chaosform zerstört. Die Seelenlast hätten wir eh nicht mehr verwenden können. Also das ist eine Monster. Wir hätten hier nur 1000 LP. Jetzt sind wir am Arsch. Ruft zwar das jetzt noch. Das heißt, das bringt uns schon mal kurz was. Ich kann halt von... Also warte mal. Ich kann ja trotzdem noch... Opfer die beiden. Rufe ihn, aktiviere den Effekt, mach schon mal das da weg. Aber die nervt mich irgendwie ein bisschen. Ne. Jetzt keinen normalen Baum drachen. Obwohl er eigentlich hätte sich's gelohnt, Kacke. Oh nein! Was mache ich? Du hättest das Ding erst verbannen müssen. Ja, sag mir. Oh, das weiß ich. Oh, ich hab nicht nachgedacht. Oh. Ja, ich rufe jetzt noch einen weißen Drachen dazu. Aber jetzt guck mal, dass du schnell was machen kannst. Jetzt gleich, wenn du dran bist. Also ich will jetzt das zerstört bekommen. Ich will es noch gewinnen. Okay, der konnte jetzt irgendwie nichts machen. Was hast du gezogen? Ich habe nur einen Zwillingstwister. Ja, okay, ich leg ihn einfach. Leg den. Weil ich kann noch was abwerfen gleich. Ich habe noch genug Drachen auf der Hand. Ja, dann angreifen, ne? Mit allen drei. 9000 Schaden. Komm durch jetzt, hopp. Er kann irgendwas aktivieren. Ja, mal gucken, ob es aber was Sinnvolles für ihn ist. Ja, ein Zwillingstwist ist jetzt so semi-geil für ihn. Die beiden Karten brauchen wir jetzt nicht so sehr, wenn ich ehrlich bin. So, immerhin, das sind 9000 Schaden. Im nächsten Zug kann ich es beenden. Der hängt jetzt von der Karte ab, die er zieht. Wenn er jetzt Scheiße hat, ist es vorbei. Und die haben nichts auf dem Feld. Ich schreibe schon mal GG. Oh, das sieht nach einem guten Zug aus. Und wir haben alle mehr Angriff. Was macht der noch? 3700. Okay, jetzt hat er mehr. Ja, trotzdem, es ist nur ein Monster. Es ist ein Monster. Okay, leider ist es statt. Behält das für den Angriff? Achso, du konntest das Ding ins Verbannen, ne? Ja. Ja, damit haben wir gewonnen. Beende jetzt das Duell. Ich habe noch einen weißen Drachen auf der Hand. Ja. Direkter Angriff. Ist es vorbei. Wir haben das echt noch gewonnen, Manuel. Das war geil. Super, schön. Haben wir gut gemacht. Ich bin jetzt ganz kurz weg und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Ciao.